Hier blendet die Sonne. Guten Morgen. Guten Morgen. Oder guten Tag. Ist ja schon nach 10. Ja. Auf jeden Fall kann man sagen, super gutes Wetter. Ja. Die Sonne strahlt. Wir werden heute richtig wieder toll von Fliegen Wasser angegriffen. Ja, hier das gerade. War gerade richtig toll wieder. Aber wir verlassen ja auch den Platz jetzt. Wollen jetzt nochmal kurz einkaufen. Und da versuchen wir nochmal auch eine kleine Rundtour. Genau. Durch so einen norwegischen Supermarkt zu machen. Den Rema 1000 nehmen wir da, weil der war schon groß. Das heißt, da gibt es auch, das sind auch relativ günstiger Laden. Ich wollte gerade sagen, auch relativ günstig. Was auch im Urlaub ja ganz interessant sein könnte. Sonst wäre es ein bisschen gemein, wenn man hier den teuersten Laden nimmt und sagt, ja, guckt euch die Preise an. Ja. Wir nehmen schon einen relativ günstigen Laden, um ansatzweise die Preise zu haben. Ja, gefrühstückt haben wir schon. Social Media Arbeit haben wir auch schon hinter uns. Mhm. Ja, jetzt heißt es abwarten, was der Tag so bringt. Wie gesagt, zwischen 125 und 150 Kilometer ist das Tagesziel. Schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Ja, und dann würde ich sagen, geht's los, ne? Auf los geht's los. Bis dann. Los. Die Leute, die so eine Garnelen oder sowas mögen, die haben natürlich das hier auch. Das ist hier so frisch, also ist es eingefroren, aber du kannst es hier frisch nehmen, ab in den Beutel. Und zwar so viel wie du brauchst. So viel wie du brauchst, genau. Das Kilo 7,90 Euro. So, auch hier gibt es dann Wasser. Kostenpunkt um 2 Euro. Genau. Wenn du aber 4 Stück nimmst, bezahlst du nur 5 Euro. Also ja, sparst du halt 3 Euro mal. Und wichtig ist, du bezahlst hier Pfand. Es gibt auch hier in Norwegen Pfand. Der liegt auch so um die 20 bis 25 Cent, wie es bei uns ist, bei für PET. Kronen. Oder 30 Cent. Circa. Ja, circa 30 Cent. So, jetzt kommt der Zucker ins Spiel. 1,5 Liter Cola. Hier gibt es anscheinend einen Zuckeraufschlag. Da kostet die Cola dann mal schnell 3,30 Euro oder 3,37 Euro. 37, sowas. Man muss dann noch vielleicht ein bisschen mehr zurechnen. Aber was interessant ist, da drüben gibt es zuckerfrei und da steht kein Preis dran. Wir hätten gerne gewusst, was denn zuckerfreie Cola ist. Ja, können wir jetzt leider aktuell daraus nicht entnehmen. Pepsi im Viererträger kostet mal 10 Euro. Und 12 Pfand nochmal. Also genau. Bei Bier kennen wir uns halt mal gar nicht aus, weil wir halt kein Bier trinken. Ich glaube, es ist teilweise relativ teuer. Weil Alkohol ist ja auch hier so eine Sondersache. Und ich meine, bis zu einer bestimmten Volumengrenze und den Rest gibt es nur in solchen sogenannten Alkoholstores oder Alkoholläden, also wo du halt wirklich, ja, das sind so Sonderdinger. Auch die Chips sind ja auch manchmal ganz wichtig fürs Knabbern am Abend. Die liegen hier, je nachdem, was man da nimmt, zwischen, ja, ich sag mal 2,40 Euro bis 3,80 Euro, je nachdem, was man hier hat. Wir haben diese super
Chips Paprika mal probiert oder mal gekauft. Wo ich die jetzt finde, weiß ich gar nicht. Ich glaube so bei 2 Euro, weil das wäre der Preis da. Super Chips Salt, wir haben jetzt Paprika. Genau, die werden so um die 2 Euro dann nehmen. So, für die Leute, die backen wollen, ein bisschen Mehl kann auch sein. 1,10 circa. Sowas um den Dreh. Also, ja. Zucker. Hier ist dann Zucker. Ich glaube, Zucker ist wahrscheinlich wieder teuer. Der kostet 1,99, 2 Euro. Und wenn du gleich, glaube ich, die ganze Stiege, dann bist du bei 17,80 Euro ungefähr, genau. Also man muss Masse kaufen. Jo, jetzt kommt das Paradies. Schaut es euch an. Hier gibt es eine ganze Menge Süßigkeiten. In anderen Läden haben wir sehr wenig gefunden. Die Eisabteilung hier vorne. Und das ist heavy halt. Und genau, du kannst dir hier halt deine Süßigkeiten zusammenstellen, je nachdem, was du möchtest. Wir haben irgendwie das... Ach, da oben steht der Preis. Ich glaube, ist das das... Nein, das ist das... Nee, das ist das... das sind diese Tüten dort. Wir wissen nicht, was es gekostet hat. Wir haben uns hier eine kleine Tüte zurechtgemacht. Aber wir können mal im Auto gucken. Wir schauen dann im Auto mal. Genau. So, wir sind durch. Wir haben nicht viel, was wir kaufen wollten, weil wir haben gestern schon viel gekauft. Und ich denke mal, jetzt hat er so ungefähr mal einen Einblick, was so die Preise hier sind. Und wie gesagt, das ist ein großer Plan, der Rema 1000, den wir hier sind. Die gibt es auch kleiner und hat ein bisschen was von Aldi. Genau. So. Und mehr berichten wir euch dann mal irgendwann anders. Vielleicht gehen wir nochmal in so einen Laden, das wissen wir aber nicht. Vielleicht in Schweden. Gemacht und zwar in dieser Perspektive, kurz hinter dieser fantastischen Brücke, und haben diesen einmaligen Ausblick. We'll be right back.
Brotzeit und Obstzeit ist vorbei. Lecker war's. Eine gute Stunde haben wir jetzt hier am Trollfjord verbracht. Werden aber nicht in die Richtung weiterfahren, sondern fahren wieder zurück zur Hauptstraße, zur E10, in Richtung Narvik. Und so in knapp 75 Kilometern wäre wohl unser Schlafplatz. Das ist richtig. Ich habe das schon von Park4Night mir was rausgesucht. In Hoffnung, dass dann da dementsprechend auch noch Platz ist. Das sehen wir dann. Aber wird schon hinhauen. Anderthalb Stunden werden wir wohl fahren müssen. Ja. Bei 75 Kilometern. Und ja, sind wir mal gespannt, wie der Platz da ist. Sonst müssen wir weitersuchen. Aber das ist das Ziel für heute. Haben so einiges mitbekommen. Ja, dieser schöne Ort, den man immer wieder auf Fotos sieht. Ja, den haben wir gleich am ersten Tag mal schön rechts liegen lassen. Ja. Aber es lag einfach darum, wir sind kurz nach 20 Uhr von der Fähre runter. Mussten, man war da kaputt. Man musste auch einen Platz suchen, weil da waren zig auch Wohnmobilisten mit dabei. Die wollen natürlich auch die tollsten Plätze haben, verständlich. Hm. Und naja, wir haben es gesehen, wir haben es also live gesehen, das können wir sagen. In der Drohne, nicht in der Drohne, sondern in der Actioncam haben wir ja auch das gefilmt. Das heißt, wenigstens da können wir sagen, wir waren da. Ja, dann war Andenes Überlegung, aber das ist einfach zu weit weg und da ist auch nicht wirklich was. Dann müssten wir die Wahltour machen, dann würde sich das lohnen, aber für 103 Euro pro Person und dann weißt du nicht mal, ob du ob du überhaupt einen Wal siehst. Ach nee, wenn wir uns einen Wal anschauen wollen, dann gucken wir, ob wir ihn sehen. Ja, so ungefähr. Und wir zeigen euch jetzt hier nochmal einmal kurz den Platz hier. Der ist auf jeden Fall sehr schön. Man kann halt nur nicht hier übernachten, aber so für eine Pause ist der gut geeignet. Einmal in die Richtung. Ich glaube, da geht der Fjord raus, ne? Oder rein. Kommt drauf an, welche Richtung du kommst. Ja, gut. Schön Berge hier. Und da hinten drin ist auf jeden Fall noch ein Campingplatz. Also falls jemand gern auf den Campingplatz gehen möchte, ist das auf jeden Fall hier möglich. Kleinen Wasserfall haben wir noch entdeckt. Der ist da geradeaus zu. Ja. Und halt typisches Karibik-Feeling. Dieses super klare Wasser. Der Wahnsinn. So, dann fahren wir mal weiter. Und zwar nicht da, wo wir hin wollten, sondern woanders. Wir sind auf den Weg an diesem Platz vorbeigekommen. Und ja, seht es euch an. Unfassbar, was Stefan da gerade im Augenwinkel noch entdeckt hat. Wir wären sonst weiter da oben irgendwo gewesen. Da hinten weiter und weiter oben. Und ja, hätte man den Rest gesehen und so sehen wir natürlich alles viel, viel besser. Jetzt werden wir alles vorbereiten und ja, mal schauen, ob wir... Wolltest du jetzt duschen? Ich
würde das jetzt schnell fertig machen. Dann werden wir jetzt duschen und dann gibt es nachher lecker Essen und alles in dieser richtig genialen Landschaft. So nennt sich das. Ja, etwas. Das ist heute unser nördlichster Halt. Wir waren zwar ein bisschen nördlicher, was die Straße angeht, aber was das Halten und Schlafen angeht, ist das jetzt der nördlichste Punkt auf unserer Reise. So ungefähr, ja, morgens Mittwoch, eigentlich auch zur Halbzeit unserer Reise. Das ist richtig, genau. Warum dieser Sinneswandel, das erklärt mir Stefan. Ja, wir haben jetzt gesagt, wenn wir über Narvik nach Hause fahren, beziehungsweise in Richtung zurückfahren, dann ist das schon, ja, ich sag mal, eine ganze Menge Kilometer und eine ganze Menge mehr Zeit, die man auf diesen langsamen Straßen hier verbringt. Daher haben wir jetzt uns entschieden, wir nehmen hier die Fähre. Die Fähre fährt uns innerhalb wahrscheinlich von gut einer 45 Minuten rüber, wieder Richtung wo? An Festland. Auf die andere Seite jedenfalls. Und ja, dann werden wir unterhalb von Bodo, also das heißt, wir fahren Richtung Bodo wieder zurück und werden unterhalb von Bodo noch ein bisschen die an der Küste lang fahren. Das Ganze nicht über die E6 zurück, sondern halt dann dementsprechend an der Küste über lang. Über die B17. Es ist auf jeden Fall die 17, das ja. Haben wir schon angeguckt. Warum das alles, das kann ich euch kurz erklären. Wetter, ganz einfach. Das Wetter ist noch ungefähr bis Samstag hier schön. Danach soll in ganz Norwegen es anfangen zu regnen. Das heißt, wir hätten die ganze nächste Woche nur Sauwetter. Das ist auch unten ist schon Sauwetter. Ich wollte gerade sagen, auch ihr zu Hause werdet jetzt schon schlechtes Wetter haben, weil wir haben mal deutschlandweit geguckt. Das ist nicht wirklich gut. Und schon eine ganze Weile nicht. Genau, und das passt einigermaßen, dass wir noch sagen, morgen ist Mittwoch, dann haben wir so 4 Tage, die wir uns die Westküste noch angucken können. Und wenn es dann regnet, wir haben wahrscheinlich auch, kann sein, unsere komplette Rückroute geändert. Das werden wir dann sehen. Also wir sind gespannt, wir sind ja spontan und das ist das Gute hier an diesem Camping-Dasein, man kann spontan sein. Genau. So, und jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Aufgabe zu erledigen. Dazu brauchen wir nämlich hier die Kamera. Deshalb machen wir jetzt hier Schluss und melden uns, wenn es wieder was zum Essen gibt. Bis dahin. So, ja, lecker gegessen. Abgewaschen haben wir auch, waren auch fleißig. Wir werden jetzt noch einen Film gucken. Jetzt gibt es gleich auch noch eine Flasche Wein, beziehungsweise ein bisschen Wein. Wir haben den natürlich vergessen, war ja klar, beim Essen rauszunehmen. Und dann hatten wir gesagt, ach, dann können wir das nachher schön zum Film dazu genießen. Und ja, das heißt, jetzt noch ein Film, dann werden wir auch bald schlafen gehen. Es ist ja hier immer hell, es ist ja immer sehr, sehr merkwürdig, also von daher muss man ja irgendwann dann das Ende setzen. Und ja, von daher eine gute Nacht und bis morgen früh.